So, und willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs, wo wir hier gerade noch rüber zu einer Sehenswürdigkeit fahren. Ich sehe gerade, da ist auch ein Trinkspiel in der Nähe, aber ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. So, Sehenswürdigkeit hängt hier an der Wand. Dann schauen wir doch mal, womit wir es hier zu tun haben. Ayla's Bakery. Ich weiß gerade nicht, wie das wirklich ausgesprochen wird. Ayla's Bäckerei. Es war die Ayla's Bäckerei, die die Mafia mit genug Zucker für ihre Destillieranlagen versorgte. Da er sich von allen Seiten durch die Mafia bedroht fühlte, die in sein erfolgreiches Importgeschäft drängte, und da er selbst gerne Mafia-Boss gewesen wäre, unternahm Ayla mehrere Versuche, Al Capone auszuschalten. Unter anderem durch einen Giftanschlag. Ayla schaffte es zu überleben und war zeitweise sogar ein Informant des FBI. Schließlich befahl Capone im Oktober 1930 ein Attentat auf Ayla. So viel zu Ambitionen. Tja, Ambitionen sind gut, aber falsche Ambitionen oder Ambitionen mit, die etwas ja, trickreicher sein können oder ein bisschen gefährlicher, sollte man vielleicht auch nicht ausleben. Nun ja. Aber ich weiß echt noch nicht, wie das der Name ausgesprochen wird. Wie spricht man AIE aus? War das Italienisch jetzt? Dann würde ich es aber auch nicht verstehen, wie man es ausspricht. Ich habe keine Ahnung, aber davon wirklich sehr viel momentan. Wahahaha. Das Auto ist eine ziemliche Mühle hier. So, und wir haben hier rechts ein Gangversteck. Schauen wir doch mal. Gangverstecke sind immer lustig. Und in dem Fall könnte es noch lustiger werden. Starten wir mal. Diese Gangster leben in ihrer eigenen Welt, wo sie unangreifbar sind. Egal, was sie tun. Es ist Zeit, den Typen in die Realität zu holen. Erreichen Sie den Bestimmungsort. Ah, die 100 Meter, die laufen wir mal. Und dann schauen wir doch mal, was dieses Gebiet so für uns bereithält. So, wahrscheinlich steht da eine Wache rum gleich. Ja. Da hinten noch eine Wache. Gut. Frage, können wir hier hoch? Der Kerl kann Verstärkung rufen, das tun wir gleich mal deaktivieren. So, nachdem wir hier hoch können, haben wir hier oben irgendwie Übersicht über Kameras oder ähnliches. Oh ja, sehr gut. Da haben wir einen, der Verstärkung rufen kann. Dem sein Kommunikator können wir stören. Da können wir was sprengen. Die gehören nicht mehr zur Gang. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch so alles finden. Da haben wir noch einen, der Verstärkungen rufen kann. Jetzt nicht mehr. So, sonst haben wir hier nichts. Haben wir da nicht noch eine weitere Kamera? Nehmen wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Da können wir sprengen. Da können wir einen Kommunikator stören. Und da unter der Bahn haben wir noch eine Kamera. Ah, das ist das Ziel. Und die Zielperson müssen wir niederschlagen. Heider Witzka. Also das wird verdammt ungeil.
Die sind hier ziemlich gut abgesichert. Also vielleicht in diese Richtung. Da ist eine Wache. Ist da noch eine andere Wache? Sieht nicht so aus. Das heißt, wir probieren mal hier die Schleichversion. Das heißt, wir gehen hier wieder runter. Rennen dann einmal hier rüber. Nehmen wir noch Bankkonto mit, weil es geht. Meine Cousine hat endlich ein Vorstellungsgespräch. So. Wie schaut es denn jetzt bei dem aus? Den können wir sprengen. Der ist down. So, da vorne steht noch einer, den ich am liebsten rausnehmen würde aus dem Spiel. Gut, dass wir dem seinen Kommunikator stören konnten. So, wie schaut's bei dem hier aus? Außer, dass der uns gleich entdeckt. Jemand ist, da kommt er jetzt besser raus. Gut, der hat uns zwar entdeckt, aber wir waren schnell genug, dass wir ihn niederschlagen konnten. Gut, das heißt, wir können jetzt mal hier in Deckung gehen. So, jetzt ist die Frage. Was ist? Yo, könnte schwören, dass ich was sehe. Gut erwischt. Dem sein Kommunikationssystem können wir auch nicht hacken. Au, Scheiße. Jetzt haben die uns entdeckt. Das heißt, Schießprügel raus. Schauen, dass wir den einen Typen da nicht erwischen. Na komm schon, schlag ihn nieder. Autsch, und dann hat es uns erwischt. Uhuhu. Ein kleiner Fehler und man ist ziemlich schnell tot. Aber macht mir wieder Spaß. Und ich glaube, wir können jetzt die meisten
Wir können jetzt die meisten Kerle überspringen. Ich werde nochmal den Profiler wieder öffnen. So, Kamera. Da hinten war einer. So, sehr gut. Oh ja, die ganzen Verstärkungsrufe müssen wir deaktivieren, natürlich. Den können wir sprengen. Da hat man einen Verstärkungsruf. Da hatten wir einen Verstärkungsruf, den wir gerade nicht rankommen mit dieser Kamera. Da hatten wir einen. So, haben wir da noch irgendwie eine Kamera, die wir einsehen können? Nope. Da oben aber. So, das heißt, so gesehen sind die Kerle jetzt taub. Komm schon raus aus der Deckung hier. Was zum Geier? Woher wussten die, dass ich hier rüber gerannt bin? Eigentlich keine Chance, dass sie das wissen konnten. So richtig gesehen hat es eigentlich keiner. Denke ich zumindest. Sehr nice, jetzt brauchen wir nur noch ein Auto und dann ab hier. Ah, neues Fahrzeug verfügbar, gar nicht so schlecht. Aber fürs Erste ist, glaube ich, wichtiger, dass wir hier mal bei den Gegnern rauskommen. Der ist ziemlich behäbig, dieses Auto. Ah, wir haben es geschafft. Das war jetzt ziemlich einfach. Wobei es auch ziemlich interessant war, wie die Gegner hier reagiert haben. Und es war eigentlich auch ziemlich logisch. Alle stürmen dahin, wo der Brandherr zu sein scheint, also wo der Unruhestifter ist, sage ich mal. Und der Boss von der Gang bleibt zurück. Das hatten wir uns aber gerade ziemlich zunutze machen können, indem wir einfach den Boss von der Gang dann ausschalten haben, indem wir das ganze Gebäck dort haben. Wir sind einfach von hinten ran und haben die Kerle ausgeschaltet. Beziehungsweise den Kerl natürlich. So, hier haben wir einen QR-Code. Frage ist natürlich wie immer erst einmal, wo? Der steht hier hinter uns an den Säulen. Das heißt, wir brauchen irgendwo da drüben eine Möglichkeit, das Ganze zu scannen, eine Kamera. Ich werde mal kurz hier rüber schwimmen, weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwie direkt eine Kamera finde und dann über Kamerahopping rüber kann. Das heißt, Aiden muss ich mal wieder sportlich betätigen. Sorry dafür, Kleiner. Ist nicht persönlich. So, kommen wir hier hoch. Natürlich nicht. Free Climbing ist also nicht so Aidens Stärke.
Vielleicht kommen wir da irgendwie rum. Ah, hier ist noch ein Obdachlosenheim oder so. Da scheinen wir aber auch nicht hochzukommen. Vielleicht hier irgendwie? Hätte ich zumindest nichts dagegen, wenn man da jetzt irgendwie hochkommt. Ich mach mal links die Tür auf und geh rechts durch. Ziemlicher Ruckler, sorry dafür. Da hat man schon einen High-End-PC sich zusammengebaut. Dann gibt es immer noch diese Ruckler. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. So, rennen wir einmal die Straße entlang. Denn wir müssten, glaube ich, bei dem Gebäude da drüben irgendwo eine Kamera finden. Danke fürs Bankkonto. So, wir müssten hier drüben irgendwo eine Kamera finden. Vielleicht noch nicht ganz hier, weil wir auf die andere Seite der Brücke müssen. Ich schau mal kurz, wie das so aussieht hier. Da haben wir überhaupt keinen Zugriff auf den QR-Code. Also sind wir total uneinsichtig. So, da drüben ist der Code und hier müsste eigentlich schon eine Kamera sein. Ah. Also das ist jetzt total unauffällig, oder? Nee, das kann nicht die Kamera sein. Alles, was unser Leben leichter macht, besteht aus denselben Rohstoffen. Diese Rohstoffe werden bald zur Neige gehen. In den letzten 100 Jahren haben wir schon die Hälfte der Reserven verbraucht und die Produktion steigt ständig. Regierungen führen bereits Krieg. Offen und geheim, um die letzten Bausteine zu kontrollieren. Aber wer hat am Ende die meisten davon? Wer finanziert diese Kriege? Wer profitiert von den Gefälligkeiten? Die Antwort ist einfach. Nimm dein Handy aus der Tasche und sieh dir das Logo an. Kannst du es sehen? Ja, wer profitiert davon? Seltsamerweise wohl am meisten Bloom. Interessante Philosophien von DedSec, die alle irgendwie gegen Bloom gerichtet sind. Und warum steht hier ein Typ einfach neben uns? Keine Ahnung. So, hier drüben haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Schauen wir doch mal, was es damit aussieht. Hat. Wahrscheinlich ist es die Brücke oder so. Genau, die Karmic-Brücke. Was unter der Brücke? Wie gefällt Ihnen die Aussicht? Neues Abzeichen freigeschaltet. Die Sarmac-Brücke oder wie auch immer. Die Sarmac-Brücke wurde nach einem der bemerkenswertesten Bürgermeister Chicagos benannt und verbindet die Pendler aus den Vororten mit dem Herzen der Altstadt. Da sie ein beliebter Schauplatz von Suizidversuchen ist, hat sich eine Bürgergruppe gebildet, die Brücke rund um die Uhr überwacht. Ihre Mitglieder singen fröhliche Lieder, fangen Gespräche an und drückt Passanten, die irgendwie lebensmüde aussehen, Blumen in die Hand. Seitdem sind die Suizidversuche auf der Brücke deutlich zurückgegangen. Ich stelle mir das echt gerade vor. Aber an und für sich, so ein Konzept könnte funktionieren. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Gut, an und für sich könnten natürlich die Suizidversuche auf der Brücke zurückgehen, aber wenn sich wie jemand wirklich das Leben nehmen will, glaube ich nicht, dass man ihn davon abhalten kann, indem man einfach an der Brücke ist, wo man sich das Leben nehmen will und den an der Brücke davon abhält. Dann sucht sich derjenige, der sich wirklich sicher ist, doch eher einen anderen Ort. Glaube ich zumindest. Es ist ein ernstes Thema. Wer, der spuckt aus, wenn ich gerade eine Runde. Das ist ein Bankkonto-Hack. Naja, es ist ein ernstes Thema mit Suizid. Das ist keine schöne Sache, das weiß ich auch, aber ganz ehrlich, gerade weil es so ein ernstes Thema ist, bin ich mir relativ sicher, dass so ein Konzept nur lokal funktionieren kann. Also, das ist nur. Zahl bei der Brücke
Letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Dankeschön für die Radiomeldung. Ja, gut, ich lasse das Thema Suizidversuche auch mal außen vor. Alter, was war das denn gerade? Und schon wieder will ich eine Folge beenden, wo gerade einer ein Verbrechen verübt. Das hatten wir doch vorhin auch schon. Also für euch wahrscheinlich gestern. Ich wollte jetzt gerade die Folge beenden. Warum sage ich die ganze Zeit die Aufnahme beenden? Für die Aufnahme bin ich noch nicht an der richtigen Stelle. So, jetzt haben wir dich. So, die letzte Folge wollte ich nämlich auch gerade beenden, als so ein Verbrecher uns über den Weg läuft. Und jetzt schon wieder. Seltsame Sache. Nun gut, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Bis dahin, ciao, ciao.